Hi Leute, hier ist ModMaker363. Ja, und jetzt mache ich mal wieder ein Review. Ja, mein zweites heute. Und diesmal ist es ein Review von dem Set Orokai Armee. Es trägt die Nummer 9471 und ja, wieder von 8 bis 14 Jahren. Aber ja, muss ich nichts zu sagen. Ja. Ja, wir schauen schon mal auf die Verpackung. Also, so sieht die aus. Ja, ist so ein, also so ein Teil von der Festung dabei, von Helm's Klamm, dann so eine Balliste oder so, ähnliches. Ja, 4 Orokais, ja, 2 Rohan-Krieger, oder eher gesagt, ein Rohan-Krieger und Eomer. Ein neues Lego-Pferd, das mir sehr, sehr gut gefällt, komme ich gleich nochmal drauf zu. Und diese beiden Sachen, einen Sattel und ein Schwert, ja, die waren noch so dabei. Ja, als erstes gehen wir jetzt durch die Anleitung, also wieder hier am Titelbild, wieder so gesehen das gleiche wie auf dem Verpackung drauf, ja, dann wieder diese Hinweise, und dann baut man wieder die Figuren, ja, dann dieses Katapult oder Balliste, ja, und dann geht es halt weiter, hier zu dem Pferd zum Beispiel, und dann dieses Teil von der Burg, und ja, irgendwann ist man dann am Ende. Die Teilaufzählung, dann halt noch wieder diese ganzen Figuren, die dabei sind. Oder in diesen ganzen neuen Herr der Ringe Sachen, die dabei sind. Die meisten davon habe ich schon. Habe ich ja schon ein paar angekreuzt. Ja, dann hier, also dieses Set, wo ich jetzt gerade ein Review drüber mache, das kann man in das große Set Helm's Klamm, das kann man da so, ja, dran befestigen. Also da sind extra so Teile dran, damit man das befestigen kann. Hier sind die da, diese Stecker, die kann man auf beide Seiten machen, also könnte man auch, wenn man wollte, noch mehrere von diesen Burgteilen holen und die dann, damit die Burg noch, oder die Festung noch etwas größer wird. Ja, dann hat man wieder hier das vom Videospiel und was von dem Kinofilm und daraus, da werden ja auch noch Sets von dem Kinofilm rauskommen, im Dezember. Oder halt dann erst im neuen Jahr, weiß ich noch nicht. Ja, das war jetzt die Anleitung. Dann kommen wir jetzt mal so zu den Figuren. Ja, das ist Eomer. Richtig gut detailliert, wie ihr seht. Ja, ein Schild, ein Speer hat er. Also das, die Speerspitze, die ist aus Gummi. Ja, der Helm, der ist auch sehr schön. Und der hat halt wieder 2 Köpfe. Hinten so einen brüllenden Kopf. Ja, gefällt mir auch gut, die Figur. Ja, dann der Rohan-Krieger. Ja, der ist auch sehr gut detailliert, hat auch extra diese Detaillierung hier drauf von diesem Pfeilhalter. Ist auch hier diese Lasche, die man hier sieht, in der Mitte hier. Ja, das ist halt sehr, sehr gut gemacht. Ja, der Helm, der ist jetzt eigentlich nur, ja, grau. Den hätte man nochmal hinten so machen können wie bei dem Eomer. So, dass das hinten braun auch ist. Das hätte man auch nochmal machen können, aber ich glaube, da wollte Lego da ein bisschen einsparen. Finde ich schade, aber naja, gut, kann man nichts machen. Ja, dann kommen wir zu den Orokais. Also, die sehen richtig Hammer aus. Also, der Helm, der gefällt mir richtig gut von den Orokais. Ja, auch sehr schön detailliert auch. Die haben auch verschiedene Gesichter wieder. Also, aber die gucken so ungefähr immer gleich. Ja. Ja, von denen mit diesen riesigen Äxten oder was das ist, sind 2 in diesem Set enthalten. Ja, dann ist hier wieder einer. Das ist ja eigentlich so ein ganz normaler. Der hat auch dieses coole Schild, was mir auch sehr gut gefällt. Und dieses neue Schwert, das ist auch richtig cool. Ja, ist halt richtig detailgetreu gemacht. Halt auch mit diesem Panzer und so, was er da ja, an Details zu bieten hat. Ja, und dann ist noch hier der letzte Orokai, der hat jetzt keinen Helm. Was ich auch ein bisschen schade finde, aber die mit den Haaren, das sieht ja auch schon ganz gut aus. So, ja. Gefällt mir auch richtig gut. Und empfehle es auf jeden Fall weiter, dieses Set. Schon mal so. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu dem neuen Lego-Pferd. Also, das ist vorne am Kopf sehr schön detailliert. Und hier. Und dann kann man, das cool ist, das Pferd so hinten hoch machen, also als würde es so auf 2 Beinen stehen, so wenn es zum Beispiel jetzt so hoch geht,
zum Beispiel ja so oder sich erschreckt, dann springen die ja meistens so hoch auf vorne, auf den Vorderbeinen oder so. Ja, so sieht das dann aus. Also richtig cool, da könnte man da jetzt auch noch eine Figur draufsetzen und das geht nämlich, wenn man hier die Mitte abnimmt, hier. Das sind zwei Bausteine, einen so ein normaler und dann halt so eine kleine Platte. Und dann packt man einfach den Sattel da drauf und dann kann man auch zum Beispiel jetzt diese Figur da draufsetzen. Und dann kann man das noch auch wieder so hoch machen und das sieht dann richtig gut aus, wenn eine Figur da drauf ist. Ich kann es ja mal eben zeigen. Wenn man die Figur jetzt noch so ein bisschen ausrichten würde, dass die so ein bisschen nach da in diese Richtung hier guckt, so der Kamera, dann sieht das noch besser aus. Aber ja, wie ihr seht, sieht sehr, sehr gut aus mit dem neuen Pferd. Ja. Ja, das war jetzt das neue Lego-Pferd. Ja, gefällt mir auch richtig gut. Die alte Version, die braucht man jetzt echt nicht mehr, weil die neue Version einfach besser ist. Ja. Ja, dann war noch das Lego-Schwert dabei. Ist auch richtig gut. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu dieser Balliste oder zu diesem Teil hier. Ja, es hat halt Räder. Kann halt fahren, so. Und schießen kann es auch. Ich probiere das jetzt einfach mal. Also da muss man hier so diesen Hebel bewegen nach vorne. Dann schießt es so, ja. Das muss man schon ein bisschen mit mehr Druck machen, damit das weit fliegt. Deswegen, aber ich will das jetzt hier nicht machen, weil sonst, ja, die Kamera so rüttelt. Okay, ja, jetzt kommen wir zu diesem Burgteil. Also, ihr seht schon sehr schön detailliert mit diesen neuen Kachelsteinen. Hier diese Fahne oder Flagge von Rohan. Da ist ein kleines Feuer. Halt überall so Steine. Ja, wenn wir es dann umdrehen, ist dann hier unten ja so eine Art, ja, so eine Treppe, wo man dann hier hochgehen kann. Ja, und das hier unten, das ist halt einfach nur so, ja, der untere Teil, sage ich jetzt mal so, also der Boden der Festung, die man dann halt noch erweitern kann. Ja, also hier oben ist dann dieses Katapult, kann man auch wieder so drauf drücken, wenn es funktioniert. Ja. Ist bis da hinten hingeflogen. Also das funktioniert auch richtig gut. Ja. Und es sieht gut aus. Ja, das war's jetzt mit diesem Review. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich das letzte Video sein, was ich heute hochlade, weiß ich noch nicht, vielleicht lade ich noch eins hoch, aber das wird so, denke ich mal, das letzte Video sein, was ich vor meinem Urlaub noch, ja, jetzt hochladen werde. Und ja. Ja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß in euren Ferien, also falls ihr noch Ferien habt oder so, oder überhaupt schon welche hattet. Ja, das war's. Abonniert, bewertet und kommentiert und ciao, bis zum nächsten Video.